Willkommen zurück, Zelda, Freunde, zu The Legend of Zelda Link's Awakening. Im letzten Part habe ich gesagt, wir waren schon in den alten Ruinen und würden jetzt den kleinen Zwischenboss da machen. Aber dazu wird es jetzt nicht kommen, denn folgendes. Moment. Da geht es zum Ei, da will ich nicht hin. Ich möchte jetzt erstmal die Tauschquest beenden. Und das heißt, ich muss jetzt, den Weg hier finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin hier schon mal hergegangen. Ich weiß noch nicht, wie ich es getan habe. Aber gut, das kann ja nicht so schwer sein. Ah ja, ist es auch nicht. Ja. Dazu sage ich lieber nichts. Nun brauche ich noch ein paar Herzen mit. Diese Super-Eichel brauchen wir eigentlich nicht. Die Schutzeichel meine ich. Die Super-Eichel ist aus einem anderen Spiel. Ah, ich kann aber jetzt auch da hinten hin. Das ist eigentlich ganz gut. Woher komme ich da wirklich hin? Und da ist noch ein Herzteil. Wow. Ja, ich kann da hin, natürlich. Was haben wir hier? Eine Muschel? Nein, ein violetter Rubin. Cool. Die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder zurück? Kann ich davon keinen wegschieben? Ich wollte schon sagen, es wäre nämlich schwer gewesen, zurückzukommen. So. Ja, was wollte ich denn jetzt überhaupt nochmal sagen? Genau, da ist er. Zu ihm möchte ich. Denn er bringt mich weiter, was die Tauschquest angeht. Er möchte nämlich die Ananas haben. Und, ja. Die sollten wir ihm auch überreichen, sofern wir den Weg zu ihm finden. Dann haben wir hier noch eine Truhe, die einfach so rumliegt. Eine Monster. Aua. Und da sind wir bei ihm. Papal. Achso, er ist es, okay. Ich habe mich verlaufen, wie ich gesagt habe. Jetzt bin ich so erledigt, ich kann nichts mehr, ich kann mich nicht mehr bewegen. Hast du zufällig etwas Essbares für mich? Yo. Diese Ananas sieht ja lecker aus. Ich muss sie gleich essen. Dann guten Appetit. Ah, dafür gebe ich dir einen Hibiskus. Jo. Ein schönes Blümchen. Ich fühle mich wie neu geboren. Und hier ist irgendwo eine Zaubermuschel. Aber ich weiß nicht wo. Kann auch da oben sein. Wahrscheinlich auch irgendwo da oben. Oder mal eben hier gucken. Schade. Naja, gut. Dann lassen wir das erstmal. Da ist das Fischmaul. Gar nicht. Da ist der eine Tempel, in dem wir schon waren. Aber es ist nicht der Fisch, nicht das Fischmaul. Da ist noch eine Truhe, dann hole ich die auch noch eben. Haben wir hier den Weg nach oben, okay. Oha. Das war jetzt Quatsch. Wie mache ich das denn hier am besten?
Dann ist hier noch ein Monster natürlich. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ach so, ich sehe gerade, ich muss das auch alles in einem Zug machen. Was nicht so schlimm ist. Weil ich hier noch dran komme. Und hier. Aber da werde ich nicht mehr dran kommen. Und von der Seite geht's, glaube ich, gar nicht. Oh, vielleicht doch. So, sofern hier nicht noch irgendwie eine richtige Reihenfolge befolgt werden muss, sollte ich das jetzt aber schaffen können, alle Truhen zu öffnen. Und dafür gibt es einen Honey. Cool. Okay, dann einmal hier in die Truhe gucken. Eine Zaubermuschel. Okay. Ja. Ich meine, hier ist sowieso noch ein Dungeon. Das heißt, wir werden hier sowieso nochmal hingehen müssen. Deswegen würde ich sagen, bringen wir jetzt den Hibiskus weg. Und der muss ins Zoodorf. Habe ich jetzt wirklich auf B gedrückt, ich Idiot? Oh Mann. So, wo die Ananas hin musste, das habe ich jetzt nachgeguckt. Beim Rest weiß ich aber nicht wirklich Bescheid. Ich weiß nur, dass irgendjemand hier den Hibiskus wollte. Und zwar, ich glaube, der Hasenlady. War die hier? Nö. Hier ist sie. Wenn du so ein Kavalier bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Na klar. Könntest du für mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rande des Zauberwalds. Ja, das hätte sie nicht mal sagen müssen mit dem Brief. Oder mit Dr. Wright, denn ich weiß ja, dass er den Brief haben möchte. Darauf warte ich ja schon seit ewig. Na gut, dann gehen wir mal dahin. Ein relativ weiter Weg, weil ich da noch keinen guten Teleport habe. Aber egal. Vielleicht ist hier in Möwendorf ja diesmal auch Marien. Dann kann ich nämlich da ein neues Lied holen. Singt ja immer so viel. Aber sie ist nicht hier. Ich will nicht den Fuchs schlagen. Ach, nicht schon wieder. Boah, wirklich unverbesserlich. Oh. Die saugen einen aber auch ein wie schwarze Löcher, diese Löcher. Naja. Ja, Dr. Wright, freu dich über deinen Brief. Was ist das, ein Brief für mich? Das ist ja toll. Und sieh doch, mit einem Foto von Prinzessin Peach. Auch nicht schlecht. Sie ist ja so hübsch. Warte, ich muss dir irgendetwas für deine Mühe geben. Moment. Ah, dieser Besen ist alles, was ich habe. Wäre das in Ordnung? Tatsächlich ja, weil ich weiß, wo der hin muss. Aus Dankbarkeit hast du von Dr. Wright einen Besen erhalten. Wenn er wüsste, wie Christine wirklich aussieht. Ach so. Da hat sie wohl nicht ihr eigenes Bild verwendet. Denn sie ist natürlich nicht Prinzessin Peach.
gut. Dann muss ich jetzt wieder zurück ins Zoodorf. Na gut, dass wir jetzt den Mambo haben. Ihn hier unten? Nee, oder? Und nicht mehr das Zoodorf. Oh, ein neuer Besen für mich. Er ist doch für mich, oder? Ja, Oma, ja, er ist für dich. Danke, ich gebe dir dafür den Angelhaken, den ich beim Kehren am Fluss gefunden habe. Wieso kehrt man am Fluss? Egal. Okay. Wissen wir, wo der Angelhaken hin kann? Zur Meerjungfrau? Oder ist noch falsch? Oder? Aber die Meerjungfrau ist hier, deswegen frage ich sie einfach mal. Er geht immer weg. Was soll sie mit einem Angelhaken? Ich bin hier geschwommen, als mir eine Welle meine Perlenkette vom Hals gerissen hat. Wenn du sie findest, schenke ich dir eine... Okay. Dann würde ich sagen... Naja. Am wahrscheinlichsten ist es dann irgendwie beim Angler, oder? Autsch. Der ist ja sofort hier oben. Ich finde, sieht ein bisschen aus wie Wario. Naja, geht so. Möchtest du eine Runde angeln? Nein. Oh, das ist schade. Angeln macht so großen Spaß. Aber ich will dir was geben. Hat er es nicht? Das ist schade. Dann weiß ich nämlich nicht, wo der Angelhaken hin muss. Naja, okay. Dann würde ich sagen, was mache ich jetzt? Was habe ich denn noch auf meiner Liste stehen für heute? Klar, ich will noch gegen das eine Vieh kämpfen, aber ich möchte dafür eigentlich das haben, was man aus der Tauschquest bekommt. Na gut, dann angle ich jetzt einfach mal. Ich habe auch gelernt, wie man gut angelt. Ey. Blöd, Mann. Und man soll auch nur einziehen, wenn der Fisch einen anguckt. Auch das habe ich gelernt. Und dann ist das Angeln gar nicht mehr so schwer. Aber kriege ich dafür überhaupt was? Ein kleiner Fisch nur. Na, 13 Rubine. Oh Mann, wo ist denn der große Fisch? Der war doch das letzte Mal hier. Ah, ich mach's nochmal. Hol ich mir noch den grünen da unten. Na komm, beiß an. Doch.
Boah, der wird schwer zu fangen. Kriegt ihr überhaupt ein bisschen an mich ran? Ich glaube irgendwie nicht. Ja, so ganz bisschen immer. Ich hab schon mal einen Grün gefangen. Der war nicht so schwer. Ist ja nicht schwer, es ist einfach nur langwierig. Jetzt habe ich dich aber gleich. Ah, endlich. Du Riese. Toll, dafür krieg ich 20 Rubine. Dann will ich nicht mehr. Okay Leute, ich werde gucken, wo der Angelhaken hin muss und dann sehen wir uns an der entsprechenden Stelle wieder. Ja, es war ganz gut, dass ich nachgeguckt habe, denn hier im Wasser sind wir richtig, aber es ist an einer Stelle, die hätte ich niemals erkundet. Obwohl es mir, glaube ich, mal auf irgendeinem Schild gesagt wurde. Aua, da hat er mich wirklich getroffen. Und zwar unter der Brücke hier ist ein weiterer Angler. Ich glaube, ich muss hinten aufs Boot. Oh, du hast dadurch etwa einen Angelhaken an der Hand. Den solltest du mir geben. Du bekommst dafür meinen ersten Fang. Okay, sperr deine Augen auf und sieh genau hin. Oh, was angelt er sich jetzt? Ah, was für ein Riesenbrocken. Er angelt sich die Perlenkette der Meerjungfrau. Ja gut, wo die hin muss, das weiß ich immerhin. Ja, aber ich hätte das hier niemals erkundet. Also das hätte ich niemals gefunden, hätte ich nicht extra nachgeschaut, wo der Angelhaken hin muss. Nein, aua. Ja, das ist ja meine Perlenkette. Gib sie mir zurück. Gib dir auch eine Schuppe von mir. Ja, dann... Alles klar, Link. Versprich mir, dass du nur eine Schuppe nimmst. Aua, nur eine. Ja. Ist klar. So, und sie haut jetzt ab für immer, oder wie? Ach, wie schade. Aber wir wissen ja, wo die Schuppe hin muss. Nämlich zur Statue. Die, wo war? Hier war sie. So, dann setzt die Schuppe mal ein, genau. Und dann haben wir hier einen Durchgang. Cool. Und was ist da jetzt drin? Ich kriege meine Belohnung, aber anscheinend noch nicht. Ah, doch. Magische Lupe. Jetzt kannst du Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Was ist ein Ausrüstungsgegenstand? Nein. Wo kommst du denn her? Oh Gott, wo kommt ihr alle her? Oh noch, ey. Gut, mit der Lupe können wir jetzt am Strand jemanden besuchen, den wir vorher nicht sehen konnten. Wobei es ist gar nicht mal richtig am Strand. Es ist so in der Nähe vom Strand. Ach, das war klar. Boah, das ist doch am Strand. Irgendwo hier müsste es auf jeden Fall sein. Ich glaube hier. Genau, das haben wir schon im letzten Part irgendwann aufgesprengt. Also das war nicht irgendwie eine normale Wand. Also es war eine normale Wand, aber da war halt... Man hat nicht gesehen, dass sie brüchig ist. Deswegen, ich habe das aber... rausgefunden, aufgesprengt
Und dann waren wir auch hier schon drin, konnten aber diesen Typen hier nicht sehen. Guria heißt er. Ja, sehen wir ihn aber. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche mit dir gegen das, was du auf X oder Y gelegt hast. Nein. Ich hoffe, können wir kaufen. Ja, ich will das jetzt machen. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall X drücken. Gut gebongt. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du dein Item zurückhaben willst. Ja, aber ich glaube, ich behalte einfach den Boomerang. Endlich haben wir ihn. Ist er jetzt auf der... Ne, er ist nicht auf der Position der Schaufel. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Schaufel kaufe, kann ich ja mal eben machen. Dann, ouch. Haben wir einfach wieder alle Items, die wir bisher hatten. Jetzt der Laden. Man kann übrigens auch im Laden stehlen, aber das sollte man nicht tun. Das, dafür wird man bestraft und die Schaufel ist gar nicht mehr hier. Hm, dafür ein Kammerstein für ein bisschen Geld. Okay. Dann geht das so doch nicht. Ist egal. Wenn ich die Schaufel zurückhaben will, muss ich halt den Boomerang wegbringen. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt allerdings würde ich ganz schnell noch zu der antiken Ruine zurückkehren und gegen, ja, diese widerliche Kreatur kämpfen. So, da bin ich und werde jetzt in diese Höhle gehen, in der wir schon mal unser Ende gefunden haben. Aber diesmal wird alles gut gehen. Der Boomerang ist übrigens ziemlich stark. Mit dem konnte ich sogar diese Kristalle, sage ich schon, diese Gegner besiegen, die hier überall in der Ruine waren. Ob er mir auch gegen ihn hier hilft, weiß ich nicht. Schon mal nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. So wichtig ist hier immer springen. Deswegen tue ich es gerade nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich ihn angreifen soll. Auch das geht nicht. Aha. Mein Schild ist kaputt. Aber das hilft mir nicht wirklich. Nein! Er war gar nicht so schwer zu besiegen. Hm. Traurig, dass ich hier einmal Game Over gegangen bin. Und dafür kriegen wir ein... nicht gruselig aussehenden Schlüssel. Nicht gruselig, aber creepy. Aus dem Mastenschlüssel erhalten. Okay. Was ist hier noch? Irgendwas. Hallo? O Island Kokolind, bist nur eine Illusion. Bewohner Monster Meer, Himmel. Bewohner Monster Meer, Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Weckst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Alles nur eine Illusion? Oha. Ist das hier nicht echt? Träumt Link nur, oder träumt der Windfisch nur und hat Link irgendwie verschluckt und zwingt seine Illusion auf? Wer weiß das schon? Ich noch nicht, denn ich kenne Link's Awakening nicht so gut. Okay Leute, ich würde sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten Part werden wir... Wir werden erstmal die Eule abwarten. Ah, du hast das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kokolink tatsächlich nur ein Traum des Windfisches ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl, irgendwann wirst du die Antwort wissen. Ja, okay. Dann danke für diese Information, Eule. Im nächsten Part werden wir hier oben in diesen Dungeon gehen. Den müssen wir hier aufschließen und dann erscheint dann auch hier. Ansonsten mal gucken.
Okay, Leute, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, wie immer, alles Gute.